Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die wir oft hören. Und die Kurzzusammenfassung ist, wir sind eine Hochschule ohne Professoren, ohne Vorlesungen und dadurch auch konsequenterweise ohne einen staatlich anerkannten Abschluss. Denn wir gehen wirklich auf Kompetenzlernen und nicht auf Zertifikatlernen. Das heißt, bei uns sitzen die Studierenden ab Tag 1 an der Programmieroberfläche und bekommen sehr, sehr viel Praxis und lernen durch projektbasierte Aufgaben, die sie alleine und in Teams recherchieren und sich quasi so langsam, aber sicher vorarbeiten, immer komplexere Projekte machen. Idealerweise entsteht da so ein Lernflow-Gefühl, wo man eben immer wieder weiter gefordert wird, aber auch nicht zu viel und nicht zu wenig, dass es nicht langweilig wird. Und so ja, entsteht ein hoher Community-Gedanke und eine sehr ausgeglichene Form, würde ich sagen, von Peer-Learning. Das heißt, man bekommt das Wissen nicht von einer Autoritätsperson, einem Professor, mit dem man dann auch entsprechend interagieren muss, sondern bei uns sind alle Lerner auch gleichzeitig Vermittler von dem Wissen, weil sie dann eben ihre Aufgaben abgeben und dann Kommilitonen, Kommilitoninnen treffen, der oder dem sie das vorstellen. Und der Kollege, die Kollegin stellt dann entsprechend Fragen und so ja, lernt man eigentlich gemeinsam durch Erklären und durch Zuhören bei den Mitstudierenden. Also ich glaube, dass es tatsächlich unheimlich schön und wichtig ist und auch ein Alleinstellungsmerkmal jetzt im Vergleich zum klassischen Hochschulbereich, dass wir überhaupt keine Zertifikate vorher verlangen. Also bei uns kann wirklich jeder ab 18, ob das ein Geflüchteter aus Ukraine oder Afghanistan oder woher auch immer ist, Leute, die einfach keine Papiere haben, weil sie sie verloren haben, etc. etc. Bei uns kann jeder auf die Webseite gehen, die zwei Vorauswahltests machen. Da geht es um algorithmisches Denken. Also wir sind ganz explizit auch ohne Programmiervorkenntnisse zugänglich. Und ja, also da merken die Lernenden, die Kandidaten schon von selber, ob das was für sie ist. Ne? Diese Auswahltests am Anfang sind zum Beispiel komplett ohne irgendwelche Instruktionen. Das heißt, man sitzt einfach auf einmal da und muss es ausprobieren. Und da merkt man schon mal, ob dieses explorative Lernen, ja, ich probiere es jetzt mal und dann funktioniert es erstmal 10-mal nicht. Und dann hat man aber auch das Erfolgserlebnis, dass es weitergeht. Ne? Und hat man diesen Biss, hat man diese Persistence, sich da durchzukämpfen. Und die das dann schaffen, also bis zum gewissen Level zu kommen, verraten wir natürlich nicht, wie weit das gehen muss, aber man muss nicht alle insgesamt 14 Stufen erreichen, sondern das langt, wenn man zeigt, dass man in diesem Denkmodus drin ist, dann wird man eingeladen zu dem 4-wöchigen Bootcamp. Da kann ich vielleicht mal die Zahlen nennen, laden wir so ungefähr 450 Studierende in 3 Sessions 150 Studierende ein und zum Schluss kommen dann 150 Studierende dabei raus. Das heißt, ungefähr ein Drittel wird dann bei uns Student. Und auf deine Frage bezogen, ist das das Erfolgsrezept? Ich glaube schon, dass es ein wichtiger Aspekt ist, dass man das mal zusammen ausprobieren kann. Denn klar, ne, es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen, Lernertypen. Und es gibt ehrlich gesagt auch unterschiedliche Reifegrade, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir haben also Studierende zwischen 18 und 58. Und
je nachdem, wie reif man ist, ist man vielleicht auch eher schon in der Lage, die Disziplin zu haben, die Selbstorganisation, die Motivation, um in so einem sehr offenen Umfeld, ist ja sehr liberal und selbstbestimmt, wenn man entscheiden kann, es gibt keine Vorlesung, du lernst, wann du lernen willst, du machst die Fortschritte dann entsprechend so, wie du dich selber organisierst. Das liegt nicht jedem. Ich glaube, dass jeder die Anlage hat, das zu tun. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt eine besondere Art von Menschen da aussortieren. Aber klar, wir fangen jetzt nicht bei null an. Zumindest die Motivation muss sehr hoch sein. Umso weniger Vorerfahrung man hat, umso mehr Commitment, umso mehr muss man sich dann auch wirklich auf die Sache einlassen. Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass Software Engineering im Speziellen, aber das trifft auf sehr viele Disziplinen zu, vor allem eine Praxis ist. Also wirklich ein Handwerk, wo es darum geht, nicht theoretisches Wissen zu haben oder eine unheimliche Fülle an Hintergrundinformationen quasi und einem Verständnis unbedingt, sondern es geht ganz konkret darum, Probleme zu lösen. Das heißt, den projektbasierten Ansatz, wo es wirklich darum geht, Dinge zu schaffen und selbstständig Probleme zu lösen, das wäre mir ein großes Anliegen. Ich glaube auch, dass das Konzept des Flipped Classrooms, also der Ansatz, dass die klassische Wissensvermittlung, also die Vorlesung oder das Erklären von Konzepten, das kann sehr gut aus der Dose passieren. Da kann man eigentlich sich die besten Dozenten, Professoren raussuchen, die aufnehmen und dann kann das jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit und gegebenenfalls auch Wiederholungen reinziehen und dann kommt man zusammen in den Lerninstitutionen, um gemeinsam was daraus zu machen. Um das zu hinterfragen und zu diskutieren und nicht um sich anderthalb Stunden Vorlesung reinzuziehen. Das wäre der zweite Aspekt. Und dann glaube ich, dass tatsächlich mein Hintergrund ist ja zunächst in Wirtschaftsinformatik gewesen. Dann habe ich so oft warum gefragt und in Philosophie promoviert. Und ich glaube, dass das Selbstverständnis der Lernenden, wo wollen die hin, völlig unterbelichtet ist im momentanen Bildungssystem. Das wird alles so einfach ein bisschen one size fits all. Ne? Alle kriegen das Gleiche vorgesetzt. Die Frage, was jemand machen will, taucht immer mal wieder nur so am Rande auf. Ich glaube, dass für alle Studierenden, egal ob Software Engineering oder Rechtswissenschaften oder was auch immer, ein kultivierter, also damit meine ich ein wirklich strategisch und gut aufgestellter Dialog mit ganz vielen darüber, was willst du mit deinem Leben machen, was ist dir wichtig, welche Fragen hast du, die dich auch dann nach vorne bringen, eine ganz andere Motivation und dann auch einen anderen Fit, eine andere Passgenauigkeit der Professionen und der Ausbildung, die man dann entsprechend auch verfolgt, mit sich bringt. Das wären mal drei Aspekte. Ja, also ich glaube, dass der finanzielle Aspekt übrigens überhaupt nicht so ist, dass man sagen könnte, wir wären gut ausgestattet und die öffentlichen Hochschulen wären nicht so gut ausgestattet. Ich glaube, unser Budget ist pro Student deutlich geringer, als das bei öffentlichen Hochschulen der Fall ist. Und was könnte man sich da abschauen? Also tatsächlich glaube ich, dass wir spätestens seit Mitte der 90er Jahre die größte Wissensdatenbank der Welt immer weiter in Co-Kreation gemeinsam aufbauen. Das ist das Internet.
Und der Umgang mit dem Internet in Lehre und Forschung ist meiner Meinung nach noch recht hemdärmelig. Dazu habe ich übrigens auch promoviert. Das ist genau mein Thema gewesen, wie diese meiner Meinung nach Paradigmenwechsel verursachende Innovation des Internet sich auf Universitäten auswirkt. Und die Beobachtung ist sehr punktuell. Es gibt ganz viele Professoren und Akteure, die das dann in ihrem jeweiligen Umfeld vorantreiben. Aber der strukturelle Wechsel, dass es eben viel mehr darum geht, Wissensprojekte, Wissensanwendungen zu planen und umzusetzen und das strukturiert zu tun und insofern lernen, ja, oder das Internet nutzen lernen und die Umgebung, die um einen rum ist, dafür zu nutzen, um Ergebnisse zu produzieren, die auf guten Dingen aufgebaut sind. Ich glaube, das sind so Grundkomponenten. Ich habe es vorhin mit dem guten Leben, die Frage nach dem guten Leben, dass die jeder Einzelne sich stellt. Ich habe das Gefühl, man könnte noch mehr, als es der Fall ist, in Hochschulen zwischen Metafähigkeiten und konkreten Fachfähigkeiten unterscheiden, was nicht zuletzt dazu führen würde, dass eben in diesen allgemeineren Studienaspekten ganz transdisziplinäre, multidisziplinäre Szenarien entstehen und eben dieses, ich sage jetzt mal provokativ, Fachidiotentum, ne? Dass man immer tiefer in seine Ecke reinschaut und nicht rechts und nicht links. Das scheint mir auch eine Entwicklung der letzten 100, 150 Jahre jetzt ehrlich gesagt zu sein, die hoffentlich schon ihren Wendepunkt erfahren hat, indem eben genau die erdenden, die Rahmenbedingungen schaffenden Aspekte wie Partizipation zum Beispiel, ne, in den Organisationen nochmal eine ganz neue Dimension kriegt, nicht zuletzt in dem politischen Umfeld, was wir jetzt in den letzten Monaten erleben, wo die Frage nach einer demokratischen Konstitution und innerhalb einer demokratischen Gesellschaft als Hochschule zu agieren, nochmal eine ganz neue Relevanz bekommt und damit hoffentlich eben auch solche Dinge wie im Englischen würde man es Citizen Literacy nennen, ja, also dass man sich als Bürger oder als Teilnehmer von einer Organisation, von einer Hochschule engagiert, dass solche Punkte mehr in den Vordergrund gerückt werden. Grundsätzlich ist das Ergebnis meiner Studien gewesen, dass ein philosophisches Verständnis von Entrepreneurship ganz hilfreich ist, um in dieser sehr komplexen, sehr vielfältigen Welt voranzukommen. Und insofern, das ist jetzt ein eher persönliches Statement als ein Vergleich von der 42 unbedingt, aber das den Studierenden zu vermitteln, dass sie eigentlich alle Unternehmer ihres eigenen Lebens sind, ne, und das nicht als einen wirtschaftlichen Aspekt nur zu sehen, sondern ich würde Entrepreneurship ganz sicher auch in der Kunst verorten, in der Politik verorten, in der Familienplanung verorten. Ne, wie denkt man über Opportunities und Risiken und vielleicht auch gewisse gemeinsame Unternehmungen danach. Und das hat sich als ein fruchtbarer Gedanke oder ein fruchtbares Framing bewiesen und macht viel Spaß. Nochmal ganz konkret, weil du gefragt hast, Hochschulen von der 42, was bei uns tatsächlich, glaube ich, sehr gut funktioniert, ist die Skalierbarkeit von Curricula zu ermöglichen, indem man die online anbietet und dann durch ganz viele unterschiedliche Akteure weiterentwickelt. Also unser Curriculum wird zwar koordiniert durch die Zentrale in Frankreich, in Paris. Es kommen aber Inputs, neue Projekte von allen Schulen weltweit rein. Und die sind dann jeweils auch für alle Schulen weltweit zugänglich.
Das hat natürlich den Vorteil, dass eine 42-Ausbildung in Seoul genauso gut ist wie eine 42-Ausbildung in Sao Paulo, in Marokko oder in Finnland. Und das ermöglicht natürlich eine tolle Mobilität. Ja, die Studenten können bei uns völlig problemlos von einem Campus zum anderen wechseln, nachdem sie das Grundstudium abgeschlossen haben. Und es ermöglicht eine deutlich schnellere Entwicklung und Anpassung auf neue technische Gegebenheiten, die natürlich gerade in der Informatik entscheidend sind. Naja, jeder Absolvent steht ja für sich alleine. Ne? Insofern jetzt zu sagen, die sind alle besser. Ich glaube, wir haben das komplette Spektrum von wirklich absolut sehr, sehr guten Entwicklern, die auch mit einer enormen Geschwindigkeit vorangehen, bis zu Leuten, die sich unheimlich was trauen, ne? Und zum Beispiel in der Mitte ihres Lebens nochmal was ganz Neues anfangen zu coden. Ja, die aus, wie gesagt, wir haben einen Studierenden aus Afghanistan, ja, wo man wirklich sagen muss, dass der überhaupt den Zugang zu den Computern so weit hatte, dass er diese Fähigkeiten hat, da einzusteigen, ist schon enorm. Das heißt, da muss man auch realistisch andere Erwartungen haben, ne, wie weit dann die Ausbildung geht und wie hoch die Abschlusskompetenz ist, konkret in Bezug aufs Coden. Ne? Denn was ich glaube, was alle 42er haben, und das halte ich tatsächlich für einen Wettbewerbsvorteil, ist ein sehr fortschrittliches, pragmatisches, problemlösungsorientiertes Mindset. Du kannst einem 42er eine Aufgabe geben und der braucht da keine Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Händchen halten von der Chefin oder dem Chef, sondern die organisieren sich, neudeutsch sagt man, die übernehmen Ownership für ihre Projekte und die probieren erstmal und produzieren was und fragen dann nach Feedback und was man vielleicht noch besser machen kann. Eine sehr gute Feedback-Kultur bei uns. Alle sprechen natürlich Englisch, das heißt, sind international gut einsetzbar. Ne? Eine Teamfähigkeit in ganz diversen Teams zu sein, was uns hier sehr wichtig ist in Wolfsburg und dann auch in Berlin, ist das Thema Verantwortung auch übernehmen im ethischen Sinne. Ne? Man kann nicht einfach als Techniker sagen, ich habe nur die Anweisungen von der Spezifikation umgesetzt. Man muss sich fragen und das dann auch zur Sprache bringen, wofür wird die Technik eingesetzt. Also in solchen Bereichen, glaube ich, ist es was Besonderes, ein 42-Absolvent zu sein und sich am Arbeitsmarkt zu beweisen. Egal, ob man jetzt schon 10 Jahre programmiert hat und das mehr als eine Formalisierung nochmal seiner Fähigkeiten betreibt oder ob man von Scratch angefangen hat. Das, ein ganz wichtiger Aspekt der 42 ist, dass man immer zurückkommen kann. Das heißt, du kannst lebensbegleitend vielleicht einen ersten Job anfangen, den ein paar Jahre machen, dann kommst du nochmal für ein halbes Jahr, für ein Jahr, machst eine Spezialisierung in einem anderen Bereich, suchst dir dann da einen Job, ne? Probierst das aus. Das ist eine super Frage. Und du hast schon zu Recht ein bisschen überlegt, kann man ein Standardstudium sagen? Denn ich hatte ja bemerkt, es ist sehr studentenzentriert und basiert darauf, wie viel Zeit und wie viel Vorwissen die Studierenden einbringen können. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, es ist ein ungefähr einjähriges bis anderthalbjähriges Grundstudium. Das ist auch wirklich für alle gleich und auch international gleich, über alle mehr als 30 Locations hinweg. Wir sind ja Teil von einem internationalen Netzwerk mit fast 14.000 Studierenden, die jetzt gerade in dieser Form dran sind. Nach dem Grundstudium geht es in ein 6-monatiges Praktikum, was sich die Studierenden komplett selber aussuchen. Natürlich sind unsere Partner
da Kernanbieter von solchen Praktikumsplätzen. Ja, aber es gibt also keinerlei Verpflichtungen durch die Unterstützung, die wir zum Beispiel von Volkswagen, aber auch von Microsoft, von SAP, von T-Systems, von Google, von verschiedenen Akteuren bekommen. Jetzt in Berlin haben wir noch Bayer dazu bekommen, was ich ganz spannend finde und damit nochmal diesen ganzen Digital Health Aspekt mit im Portfolio zu haben. So, also ein sechsmonatiges Praktikum, was ganz spannend ist, 2/3 von den 42-Praktikanten bekommen nach dem ersten Praktikum schon ein Jobangebot. Einfach weil die gut mitdenken, sich einfügen in das Team, ne, auf Feedback reagieren, Ownership übernehmen, etc. Und wir haben aber das Glück, dass nur 1/3 ungefähr das Jobangebot annimmt. Mit denen sind wir auch total happy, die können immer wieder kommen. Aber mit denen können wir natürlich nicht direkt weitermachen, denn im zweiten Teil des Studiums gibt es Spezialisierungen. Wir sind jetzt gerade dabei, die noch ein bisschen klarer zu clustern und wirklich zu sagen, okay, das ist die Spezialisierung für Game Development, eine Spezialisierung für Cyber Security, eine Spezialisierung für künstliche Intelligenz, eine für Operating Systems und dann, was wir besonders spannend finden, eine für Automotive und Mobility. Wir sind ja in Wolfsburg und auch in Berlin nah mit den verschiedenen Marken und Aktivitäten des Volkswagen-Konzerns angebunden, beziehungsweise haben da Freunde und Kollegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen speziell für die Softwareentwicklung in diesen Bereichen eine Spezialisierung entwickeln. Und das ist vielleicht auch gerade nochmal für die eure Hörer und Zuschauer relevant, denn wir haben ein Fellowship-Programm aufgesetzt, in dem Experten aus Wissenschaft und Praxis sich bei uns andocken können. Das ist also sehr niedrigschwellig aufgesetzt, um eben möglichst breit die Möglichkeit zu geben, ja, ich möchte mal vorbeikommen, vielleicht ein Mentoring von so einem jungen Software-Talent übernehmen und damit eine Verbindung zu mir in die Firma bauen oder ich bin irgendwo in einer Universität oder einer anderen Hochschule tätig und würde mir das gerne mal angucken, wie das hier so funktioniert und vielleicht einen Workshop anbieten, solche Dinge. Das passiert alles mehr noch im Hauptstudium, dass eben je nachdem, ob man eine Spezialisierung machen will oder mehrere, nochmal zwischen 2 und 3 Jahren ungefähr abläuft. Das heißt, ein Studium kann, wenn es sehr schnell durchgezogen wird, bei uns ungefähr 18 Monate dauern und so ungefähr auf Bachelor-Niveau dann landen. Oder man macht eben die komplette Spezialisierung und kommt dann ungefähr auf Master-Niveau raus. Die Kollegen in Frankreich haben sich das auch schon entsprechend zertifizieren lassen. Viele hier in dem Zuhörerkreis werden wissen, dass die Homologation von solchen Zertifikationsmöglichkeiten in Europa noch ein bisschen dauert, aber wir denken, dass wir da auch bald hinkommen und das dann anbieten können. Ja, also zunächst mal muss ich festhalten, wir kennen uns gut, die Kollegen, die Code machen und ich, und schätzen uns. Ich glaube, es ist unheimlich viel Platz in dem Feld da, um in sogenannter Co-Petition, ne, sich gegenseitig zu ergänzen, zu kooperieren, aber natürlich auch im Wettbewerb zu stehen. In dem konkreten Fall haben die sich die Kollegen ja entschieden, eine staatliche Anerkennung zu machen. Und das heißt natürlich auch, dass man das ganze Korsett, was da mitkommt, entsprechend bedienen muss. Grundsätzlich machen die aber auch praxisbasierte Projekte. Ich glaube, die Gamification ist dort ein bisschen weniger ausgeprägt. Wir haben ja nicht nur einen ganz lustigen Namen, der sich auf die auf das Buch Herr Anhalter durch die Galaxis bezieht und 42 als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und all sowas positioniert. Und dadurch hat unsere ganze Organisation, glaube ich, so einen gewissen Schalk im Nacken, ist offen für Humor, was ja ehrlich gesagt jetzt kein Zeichen von Hochschulakteuren ist. Und
Die Studierenden spielen sich ja quasi durch unser Curriculum. Die kriegen Experience Points, auch je nachdem, was sie für Zusatzaufgaben machen oder nicht. Ja, man kriegt Karma-Punkte, wenn man sich für die Community einbringt. Also lauter solche Aspekte, die vielleicht eher jetzt von einer Online-Community wie bei Wikipedia oder Open-Source-Communities bekannt sind bei uns zu finden. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Personalschlüssel, jetzt wenn es um die Kosten geht. Also für die 600 Studierenden, die wir in Wolfsburg als Kapazität haben, 600 werden wir dann nochmal in Berlin haben, haben wir jeweils 6 Festangestellte. Da kommen dann nochmal Zeitverträge dazu, aber das ist so das Kernpersonal und das ist, glaube ich, sehr effizient und trotzdem hochwertig im Sinne von eben auch einem Servicegedanken beziehungsweise einer Studentenzentriertheit. Man hat bei anderen Hochschulen manchmal das Gefühl, die Professoren sind wichtiger als die Studenten. Na, da gibt es ein gewisses Beziehungsverhältnis, wo der Student irgendwie vielleicht nicht so hofiert wird und als die entscheidende Komponente der ganzen Sache dasteht, sondern eher wie Bittsteller. Ich glaube, das ist bei uns anders, dass wir sehr offen und unprätentiös und einfach hoffentlich einigermaßen sympathisch mit den Studierenden umgehen und versuchen, deren Probleme mitzulösen oder zumindest Verständnis zu haben und in die richtige Richtung zu zeigen.